Guten Morgen zusammen, willkommen zum Blick in die Märkte heute mit WTI. Wir schauen auf den DAX nach diesem brutalen Abverkauf am gestrigen Montag und Neuseeland-Dollar, US-Dollar hat vor kurzem also letzte Woche am Jahreshoch gekratzt bzw. neues Jahreshoch geschrieben und prompt kommen die Verkäufer dort oben wieder an den Markt, weil da ein Widerstandslevel ist. Da schauen wir drauf, auch da könnte sich ordentlich Bewegung ergeben. Also es bleibt spannend. Wir haben gute Handelsideen. Ich freue mich darauf, hier gleich in die Details zu gehen und heiße hier auch natürlich an dieser Stelle alle Live-Zuschauer nochmal willkommen und sage, wer mag gerne den ein oder anderen Wunschmarkt rein hier und dann auch noch kurz die Bitte, wer hier live zuschaut, gerade auch auf Zoom, gebt mir einfach mal eine Nachricht, ob alles passt, Bild und Ton. Da würde mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten machen wir weiter mit dem Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann komme ich noch mit einer ja, kleinen Voranmeldung um die Ecke. Die richtig schicken Bilder, die macht mir mein Team von Tickmüll noch fertig. Aber ich konnte hier einfach nicht hinter der Tür halten. Ich habe ja immer mal so Trader-Spezial- hatten wir letzte Woche auch? Diese Woche hat der Michael Vogt an die Tür geklopft. Das heißt, ich werde am Freitag dieser Woche äh, mit dem Michael Vogt ein bisschen übers Trading plaudern. Wir plaudern über ein paar wichtige Psycho-Fallen im Trading. Das wird eine echt spannende Geschichte. Live dabei sein wird sich auch da lohnen. Da kann man dem Michael auch mal die ein oder andere Frage stellen. Also. Das wird wieder sehr, sehr schön. Das schon mal als Vorabankündigung am Freitag über den Daumen 9 Uhr machen wir dann. Also, ich freue mich wie Bolle. Das wird eine klasse Geschichte. Zu den Nachrichten für. Den heutigen Tag ein paar gibt's. Äh, ansonsten ist die Lage relativ ruhig und der Markt sich selbst überlassen. Wir bekommen um 9.30 Uhr aus Großbritannien eine Rede von Bank of England, äh, Governor Bailey. Wir bekommen um 12 Uhr die industrielle Trendumfrage äh, für die Eintra-Auftragseingänge. Eintra so muss es sein. Ähm, auch aus äh, den äh, britischen Empire. Ähm, um 11 Uhr, ja, eine Rede oder äh, 14 Uhr eine Rede seitens äh, einer EZB. Mitglied ist, das ist nicht ganz so äh, dramatisch, sage ich mal. Aber in den USA, da gibt es heute auch wieder am Nachmittag was, und zwar das Thema ähm, Verkäufe bestehender Häuser. Ja? Das ist wieder wichtig für das Beachbook, das könnte unter Umständen auch Einfluss auf die Märkte haben. Und dann haben wir heute um 16.30 Uhr wieder mal eine Fettvorsitzende äh, Paul-Stellungnahme. Das Ganze, wie schon gesagt, immer mal ein bisschen zum Hinhören. Das US-Finanzministerium gibt dann um 16.30 Uhr genau noch äh, sozusagen das Statement zum aktuellen Bericht. Das haben wir da und dann um 22.30 Uhr auf der Blick auf das Öl. API-Rohöllagerbestände kommen dann. Das wird interessant. Das ist die quasi Vormeldung zu morgen, wenn wir morgen den Ölreport bekommen. Das also. Zur kleinen Planung. Bitte aber auch immer auf die eigenen Trades schauen, die eigenen Währungen mit auf dem Uhr oder auf der Uhr haben, weil da gibt es auch hin und wieder Meldungen, die die Trades beeinflussen können. Damit haben wir das und ich würde sagen, ja, wir machen hier an dieser Stelle direkt weiter mit dem Blick in die Charts. Und ja, die, die hier. Immer wieder zuschauen, die werden sich auch freuen. Wir hatten Öl von oben nach unten, wir hatten Öl von unten nach oben. Jetzt bekommen wir die Chance, Öl mal wieder von oben nach unten zu bringen. Aber ich möchte hier mal aufs gemeinsame Bild eingehen. Das heißt, wir schauen jetzt mal wie immer. Vom großen aufs kleine, denn ich weiß hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die traden durchaus diverse Zeiträume aus diesem Grund. Ordnen wir die Lage einfach mal ein bisschen an. Wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal anschauen, hier im Öl, im Hintergrund, ich mache gleich mal noch die Grafik für die Video- bzw. Facebook-Zuschauer. Noch mit groß. Wir sehen folgendes: folgendes Bild. Wir sehen hier oben den Bruch des Abwärtstrends. Den haben wir besprochen. Wir sehen hier unten äh, im Bereich von 36 US-Dollar an diesem Kauflevel, was wir hier oben unten gehabt haben, ein Dreieck, was sich ausgebildet hat. Das hat dann dazu gesorgt, dass wir hier schön nach oben gelaufen sind. Das Ganze auch in einem schönen Trendkanal gelaufen. Ja. Und wir sind genau bis in ein Widerstandslevel reingelaufen. Und das ist das, wo ich, meinen, äh, wo ich meinen Schülern in den Ausbildungen auch immer wieder sage: Macht euch eine Meinung vom Markt. Schaut genau hin, was die Marktteilnehmer machen. Und dann bitte passt euch an das entsprechende Verhalten an. Ne? Dazu braucht man keine Indikatoren oder ähnliches. Einfach hinschauen und sich eine Meinung bilden. Und das ist das, was wir hier jetzt auch wieder machen. Wir haben, ich habe ja gestern kurz schon dazu was erzählt, dass ich hier möglicherweise ähm, ein, ein gutes Short-Setup entwickeln kann. Und die Chance ist uns jetzt tatsächlich gegeben. Gestern gab es schon einen ordentlichen Rutsch. Die Frage ist jetzt, ob wir erstmal wieder ein bisschen Gegenbewegung sehen oder der Markt weiter schwach bleibt. Auf alle Fälle sehen wir aber, äh, dass wir nicht einfach so schnurstracks wieder hoch auf die alten Zwischendaten laufen. Das heißt, wenn wir hier mal sehen, wo der der Markt sich den Kopf gestoßen hat. Das ist ja hier oben äh, in diesem Bereich um die 43,50. Äh, da ist es ja nicht wirklich vorangegangen. Deswegen ähm, ist dieser Bereich hier oben auch etwas, das man durchaus auf der Uhr haben kann. Aber es ist halt ein ziemlich starkes Verkaufslevel. Und jetzt atmet der Markt halt nach unten durch. Und wenn wir uns das Ganze mal im größeren Bild anschauen wollen, dann können wir hier jetzt davon ausgehen, wenn wir unter das Vortagestief von gestern fallen sollten, dann haben wir eine Bestätigung des Fortgangs dieser, dieser nächsten Bewegung nach unten. Und daraus ergibt sich dann die Chance, dass wir hier im größeren Stile einen Abwärtstrend bilden. Ja, das heißt, an dieser Stelle. Zeichne ich das mal ganz kurz ein mit dem größeren Bilde, dass sich da ein Abwärtstrend bildet. Und zwar ist das folgendes. Schaut mal hier, das wäre die erste initiale trendbrechende Abwärtsbewegung. Das, was wir jetzt hier gesehen haben, war zwischenzeitlich die Aufwärtsbewegung, also die Gegenbewegung dazu. Also noch gibt es hier keinen Abwärtstrend, aber jetzt hat sich in der Stunde ein zweiter Abwärtstrend entwickelt. Und wenn dieser sich unten drunter fortsetzt, quasi unter dieses Tief hier, dann haben wir auf Tagesbasis einen bestätigten Abwärtstrend und der macht dann den Weg frei in tiefere Regionen. Und ein wichtiger Auffangbereich ist hier unten das Level zwischen 29 und 30 US-Dollar. Also das bleibt eine sehr, sehr spannende Geschichte, was der Markt dann hier unten an der Marke von 36 US-Dollar macht, wenn er denn darunter fällt. Das ist also hier mal der Blick in das größere Bild. Und jetzt schalte ich mal um. In das kleinere Bild. Und da gehen wir jetzt mal in die Stunde rein. Ja, und das sehen wir in der Stunde. Hier wird es schon ähm, vom äh, automatischen Trendzeichenprogramm auch eingezeichnet. Wir sehen den Markt schon nach unten gerichtet. Also das ist mal der Trendverlauf, den wir hier haben und hier sehen wir halt, dass die aktuelle Phase jetzt auch schon wieder nach unten läuft. So, jetzt mache ich die Trenderkennung mal ganz kurz raus, um das Bild ein bisschen einzugliedern. Das heißt, hier unten, wir haben drüber gesprochen, das war der Ausbruch aus dem Dreieck, die Korrektur, hier haben wir auch eine schöne bullische Flagge und der Ausbruch oben drüber war quasi die Bestätigung. Das ist das auch, was ich immer wieder selbst in meinem Trading mache. Ich warte erstmal ab, um die Bestätigung zu bekommen. Da kommt man war immer mal ein bisschen später in den Trade rein. Man hat aber nicht so viele Fehltrades. Das kann auch ein entspanntes Trading unterstützen. Mir hilft es zumindest. Jetzt haben wir den Aufwärtstrend nach oben hier gehabt. Schaut euch das mal an. Und was wir jetzt hier sehen, ist die Tatsache, dass wir wieder runterlaufen. Heißt also an dieser Stelle. Ich zeichne es euch mal ganz kurz ein. Schaut mal hier. Hier oben. Das war der letzte Schub hier. Neues Hoch noch mal geschrieben. Und dann sind wir hier mit dem ersten Schub unter das Zwischentief gelaufen. Und dann kam sozusagen die Gegenbewegung, die dann dafür gesorgt hat, dass der Markt hier im groben nach unten fällt. Schlängelt sich auch ein bisschen das Ganze hier, aber wir sind auf alle Fälle momentan hier in einer Abwärtsphase und wenn sich das Ganze nach unten fortsetzt, das wird dann auch sehr, sehr interessant an dieser Stelle zu sehen, wie es weitergeht. Wichtig ist, schaut euch das mal an, diesen Bereich hier, ich weiß, der ist jetzt relativ groß gefasst, das ist nur eine Visualisierung meinerseits. An dieser Stelle hier oben, dieses Level, äh, dieses Kauflevel. Da sehen wir, hier gab es Price Action, da hat es ein bisschen gehalten. Dann ging es nach oben. Hier sind wir drauf gelaufen. Dann ging es nochmal nach oben. Wenn dieser Bereich jetzt tatsächlich abverkauft wird und wir nach unten durchlaufen, dann haben wir gute Karten reinzugehen auf die weiteren Verläufe nach unten. Wo kann es hingehen? Das können wir auch relativ gut sehen. Mal schauen, ob wir die Zeichnung hier mit reinkommen. Genau schaut mal hier an dieser Stelle. Das wäre das Level, wo sich dieses größere Aufwärts Bild hier ähm, gezeichnet hat. Heißt, wenn ich das mal kurz einzeichnen darf, hier ganz grob gesagt erste Bewegung. Initiale Korrektur und dann den Schub nach oben. Das war sozusagen die ganze Aufwärtsbewegung hier mal ganz, ganz grob skizziert. Und das ist das, was wir hier sehen. Das ist die Gegenbewegung wieder in Richtung der initialen Abwärtsbewegung. Und dadurch haben wir schon die Chancen reinzulaufen. Wie ich schon gesagt, hier wird es interessant, was passiert bei der 38,35. Das könnte ein Auffangbereich werden oder aber auch die Situation, dass man dort wirklich Druck in den Markt reinbekommt, weil hier dann Absicherungsorders von Händlern liegen, die sagen: Okay, der Markt wird hier schwach. Hier kann Kaufen wir nicht mehr? Hier gehen wir raus, spätestens da und dann ist gut. Und dann ist der Weg nach unten hin nämlich gut geebnet. Ähm, hier haben wir dann noch eine Unterstützung auf der Unterseite liegen um die 36,90 hier im Dreieck sehen. Wir hat dieser Bereich gut ähm, eine, eine Rolle gespielt. Das ist ein Anlaufpunkt zur Unterseite hin und dann stehen wir schon am Tief dieser initialen Abwärtsbewegung. Die Marke etwas über 36 US-Dollar. Das ist mal das größere und das kleinere Bild, was wir hier drinnen haben im WTI. Das zum WTI und damit schauen wir jetzt mal in die Währungen. Ähm, dann äh, habe ich hier den Blick in den Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Wir haben auch schon eine Einschätzungsanfrage zum britischen Pfund, US-Dollar. Sehr, sehr gerne gefällt mir übrigens auch sehr, sehr gut der Chart dort für die Shortseite Da gehen wir gleich mal in die Details ein und dann blicken wir natürlich auch noch auf den DAX. Aber zuvor sprechen wir hier. Über das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle mal den Wochenchart aufgemacht, einfach mal um das große Bild zu zeigen. Ja. Das ist ja mittlerweile auch Gewohnheitssache hier, ähm, dass wir sowas machen. Wartet mal, ich nehme mal gut die Marke, die wir drin haben, brauchen wir jetzt. Also passt auf folgendermaßen. Wir sehen es. Wir sind hier oben reingelaufen. Wir haben in der Vorwoche hier ein neues Zwischenhoch geschrieben, also ein neues Jahreshoch sozusagen auch gemacht. Aber im großen und ganzen Bild, jetzt muss ich es wieder kleiner richten, ist diese Ecke, wo wir hier oben verortet sind, ähm, schon ein ziemlich starkes Widerstandslevel. Wartet mal, kriege ich das hingezogen? Schaut mal hier. Also, dieser Bereich, äh, den ich jetzt hier mal so etwas größer einzeichne, ähm, das ist schon eine Latte. Da ist nicht von auszugehen, dass man einfach so nach oben durchläuft, sondern eher davon auszugehen, dass man so ein bisschen korrektive Phase macht. Und wir sehen es jetzt schon hier an dieser Stelle. Obenrum wird langsam rausgenommen. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal noch anzeichen lassen wollen, schaut das hier ist der Trend, den wir hier in diesem Bewegungsarm der Woche oben sehen. Und hier sehen wir jetzt halt auch, was auf uns zukommt. Wenn wir hier unter diese Marke von äh, 0,66, äh, also 66 Penny laufen, ähm, dann ist dieser Trend auch definitiv mal rausgenommen. Ne? Und wir sehen es jetzt schon, dass die Vorwoche komplett abverkauft wurde und wir den Weg nach unten tatsächlich auch suchen und das schauen wir uns jetzt mal eben ähm, auf dem Tageschart hier oben an und da sehen wir an dieser Stelle, Moment, der höhere Zeitrahmen zeigt uns den Trend schön an, wie stark der Abgabedruck momentan auch ist und wenn wir uns diesen Chart mal etwas besser anschauen wollen, ähm, dann sehen wir hier auch ein paar Marker, so jetzt nehme ich aber mal einiges raus hier, sorry dafür, das muss weg, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, die 66 lasse ich mal noch drinne und diese Marker sehen wir nicht. So, löschen. Ähm, ich mache es einfach alles raus. Wir wissen ja, hier oben ist der Widerstand. Also, passt mal auf. Jetzt, was wir hier an dieser Stelle sehen, ähm, ist der Blick in den Tageschart. Und im Tageschart sehen wir hier ähm, einen kleinen Hinweis auf das, was jetzt möglicherweise ein entscheidendes Level sein wird vor diesem Zwischentief hier. Ne? Also, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein. Schaut mal, das ist das, was trendig nach oben gelaufen ist. Hier ist das Trendtief. Fallen wir da drunter, ist der Trend erstmal rausgenommen. Und das nächste Anlauflevel auf der größeren Ebene haben wir dann mal definitiv hier unten in diesem Drehbereich. Also um die Marke, naja, ich sag mal so knapp 0,65. Das sind die Marker, die wir hier haben. Aber. Jetzt mache ich die Trendzeichnung wieder aus. Wir sehen hier in diesem Chart, alleine schon im Tageschart, sehen wir, ähm, dass wir hier unten drunter ein wichtiges Level haben, wo wir durchaus kurzfristige Entscheidungen bekommen können. Nämlich, das ist, schaut mal das hier. Das ist jetzt mal der Schwungbereich. Hier unten drunter, dieser Bereich hier unten, das war ein Haltelevel, was wir im kleineren Bereich sehen. Also die Marke von naja, 66,3 in etwa. Hier in diesem Bereich. Das könnte bezogen auf den untergeordneten Trendverlauf durchaus nochmal ein Auffanglevel sein, bevor wir tatsächlich runterfallen. Und das sagt uns dann auch was. Bekommen wir hier tatsächlich wieder Stärke rein? Hammer, kurzfristig die Chance nochmal hochzulaufen. Ja? Ob da oben dann gleich weitergeht, das bleibt offen, weil wir haben gesehen, erster Test, Abverkauf, zweiter Test, Abverkauf und die Verkäufe nehmen Dynamik an Dynamik zu. Das heißt, die short sieht ja schon sehr, sehr interessant aus. Und das ist der Bereich, den wir hier definitiv brauchen. Das heißt, die diese, dieses Level hier unten, äh, das ist mal die Marke, die wir durchaus beachten sollten. Das ziehe ich jetzt hier mal ganz kurz rüber und das Ganze schauen wir uns jetzt mal in den untergeordneten Zeiteinheiten ein. Das heißt, wir gucken mal kurz, wo wir es schön sehen können. Ja, hier sehen wir es in, in dem, in dem 4-Stunden-Chart und hier im Stunden-Chart sehen wir es auch. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Die Zeitrahmen zeigen ja äh, sozusagen die gleichen, die gleichen Verläufe an. Ähm, bitte selber aussuchen, welcher Chart zu einem selbst passt. Nach unten hin, wir sehen es aber, was hier passiert. Wir sehen hier, an dieser Stelle ganz, ganz klar der Markt ist abwärts gerichtet und was uns hier der Markt auch zeigt, ist, ich zeichne es mal ganz kurz ein, ich lasse die Außenkerze hier wieder als Außenkerze stehen und ziehe das einfach mal nur so runter hier. Schaut mal, das ist jetzt momentan der Trendverlauf und da kommt es jetzt drauf an, was passiert hier unten an diesem Punkt, den wir hier unten drinnen liegen haben, an diesem Tief. Fallen wir hier nach unten weg, ja, dann ist das das Signal, dass wir durchaus die tieferen Bereiche wirklich antesten wollen und dann haben wir schon diesen Bereich hier unten liegen, dieses Level, was wir hier haben, um die Marke von, was haben wir, 0663. Zwischen 0,663 und 0,664, das ist der Auffangbereich. Und hier werden wir dann sehen, ob wir tatsächlich die Dynamik rausbekommen und unten drunter fallen. Dann ist der Weg geebnet in die tieferen Bereiche. Und da sehen wir, dass der Abverkauf sich weiter auslehnt. Zielbereiche hier unten rein, die Marke von 0,66, die hat hier weiter Bestand. Und dann haben wir hier unten das Auffanglevel, das größere um die 0,65. Der Blick in Neuseeland-Dollar im Stundenchart, das gibt uns das ganze Bild definitiv auch her. Also hier Sehen wir eine entscheidende Marke und hier wird es jetzt wirklich entscheidend sein, was hier passiert. Der direkte Druck nach unten wäre dann interessant. Dann sehen wir hier, der Markt ist wirklich sehr, sehr schwach. Wenn es hier allerdings Pendeleit rum gibt, dann haben wir durchaus auch die Chance, die vorgehende Richtung nochmal aufzunehmen und das bleibt spannend. Wobei man hier eine Sache sehr, sehr stark beachten muss. Der US-Dollar wird gerade wieder stärker. Und das bringt natürlich hier auch die Bewegung in die Märkte rein. Der Euro-US-Dollar ist ja auch ein ganzes Stückchen in die Knie gegangen, weil der US-Dollar an sich wieder stärker wird. Und das ist der Punkt, den wir hier in diesem mit beachten müssen. Die Stärke des Dollars führt natürlich hier zu weiterfallenden Kursen. Und das muss man tatsächlich auch im Blick haben. Das sehen wir auch, wenn wir hier mal eben auf das britische Pfund US-Dollar schauen. Hier sehen wir das Ganze ähm, <laughs> mal im Stundenverlauf, aber zuerst möchte ich auf den Tag mal drauf gehen. Ähm, und da sehen wir es ganz klar: die Abwärtsdynamik ist weiterhin vorhanden. Wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, das Teil nach unten schön mit rauszunehmen. Hier haben wir das Widerstandslevel an der 1,30 gehabt und zack, ja, wir haben auch besprochen. Den Trade nach oben haben wir hier mehrfach besprochen. Das Umkehrsignal mit dem Schub nach unten haben wir besprochen. Die Korrektur hier haben wir besprochen. Der Ausbruch ist jetzt gekommen. Jetzt sind wir wieder bei der Marke von 1,28. Und wenn der Markt hier tatsächlich drunter rauschen sollte, dann haben wir den Weg hier nach unten hin offen. Relativ gut planbare Anlaufpunkte sehen wir hier nach unten hin auch. Also wenn wir hier drunter fallen, schaut mal, dieses Level, dieses Level. Und dieses Level, das sind interessante Anlaufpunkte für die Planung nach unten an dem aktuellen Bereich. Ja, und da kommt es jetzt wirklich drauf an, kriegen wir hier unten die Schwäche rein oder nicht. Und da schauen wir gerade mal eben noch rein in den Stundenchart. Weil wir sehen hier sehr, sehr schön den Abwärtslauf des Ganzen immer. Und wir müssen jetzt die Lage hier in der Stunde einfach mal ein bisschen beurteilen, wenn wir uns das mal anschauen. Der Markt ist wieder hier unten in diesem Bodenbereich angekommen. Ja? Und wenn wir mal ein Stückchen den Chart hier rüberrutschen, ähm, quasi auf die linke Seite, dann sehen wir hier drüben ein ähnliches Bild. Ja? Wir sind hier unten rangelaufen, dann gab es ein bisschen seitwärts gezuckel und dann ging es nach oben hin. Und das ist jetzt äh, der Punkt, wo wir hier drauf achten müssen. Sehen wir hier an dieser Stelle ein ähnliches. Ähnliches Verhalten wie hier drüben, dann haben wir schon die Chancen, wieder ein Stückchen hochzulaufen. Fallen wir allerdings direkt durch, dann ist das ein Richtungswechsel, der nachhaltig zur Unterseite geht und dann haben wir halt den Bruch dieses Unterstützungslevels. Und das ist dann der Punkt, dass sich die Stunde nach unten fortsetzt und dass sich auch der, Aufwärts äh, der Abwärtstrend auf Tagesbasis nach unten hin fortsetzt. Und das ist ja der Punkt, bricht es hier unten drunter weg? Ist der Weg hier rüber tatsächlich auch offen in die tieferen Bereiche? Und wenn wir uns das ganz kurz mal noch auf Wochenbasis anschauen wollen, hier sehen wir es auch, hier ist nicht wirklich viel zum Halten. Also, wenn das Ganze hier wegbricht nach dieser starken dynamischen ähm, Abwärtswoche vor 14 Tagen, dann ist der Weg nach unten Richtung 1,225 tatsächlich auch mit da und gut, gut planbar. Ja? Das ist der Blick in britisches Fund weiterhin sehr, sehr schwach und damit gehen wir zu einem DaX, der gestern auch sehr, sehr schwach gewesen ist. Und heute Stärke Stärke schaut anders aus, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sehen den Dax ordentlich angeschlagen äh, ja und auch mit ordentlich Potenzial zur Unterseite. Auch hier ich mache mal kurz den DaX hier raus. Beziehungsweise räumt das alles mal ein bisschen auf hier. Jetzt sind nämlich sehr viele Marken, die wir so schnell wahrscheinlich gar nicht wieder brauchen werden. Zumindest denke ich mal nicht die nächsten ein, zwei Tage. Der DAX ist mal mächtig angeschlagen. Wir haben es gesagt hier oben, die 13.000 Punkte-Marke hat nicht gehalten. Wir sind jetzt hier deutlich unter die Marke, äh, sogar von diesem kleinen Zwischentief vom Drehbereich hier unten gefallen, also hier um dieses Level, der kleine Zwischen, das kleine Zwischendor hier äh, deutlich unter 12.6. Ähm, das äh, ist schon eine Hausnummer. Und was wir jetzt hier im DAX auch sehen ist, wir haben jetzt bitte das Ganze, was ich jetzt erzähle, aus kurzfristiger Sicht betrachtet, ja. Das längerfristige Bild ist hier weiterhin aufwärts gerichtet. Ich, ich habe hier mit Absicht auch mal die Entry-Bar mit reingemacht. Äh, hier ist mal der Wochenchart nach oben hin. Wir haben hier weiterhin einen übergeordnet aufwärts gerichteten Markt, aber übergeordnet hin oder her. Das ist für uns kurzfristige Trader nicht so relevant wie das aktuelle Bild. Und wenn wir uns in diesem Chart mal den aktuellen Trend anschauen, dann sollte hier an dieser Stelle jeder sehen, dass wir momentan... Die Richtungsvorgabe durch einen Abwärtstrend haben. Und der Abwärtstrend ist hier zu sehen. Ich zeichne euch den mal ganz kurz ein an dieser Stelle hier. Das ist der Abwärtstrend. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das ist der Trend, den wir momentan auf Tagesbasis haben. Der kann immer mal korrigieren. Das ist alles kein Problem. Aber der Tag ist definitiv abwärts gerichtet. Und wir haben natürlich auch die Anlaufpunkte auf dem Zielbereich. Wenn es unter das Tagestief von gestern geht, hier drüben äh, die Marke von 12.200 Punkten. Und dann geht es schon hier. Unten drunter. Ich zeige euch mal ganz kurz die Level. Linien ziehe ich gleich mit dran. Also, das sind durchaus sehr, sehr interessante Anlaufmarke, die wir hier haben. Diese Drehpunkte, da ist einiges da, wo wir Anlaufpunkte sehen. Und die müssen wir als Händler beachten. Entweder selbst für unser Trading, wenn wir den Trade-Short jetzt schon laufen haben oder auch eröffnen wollen, oder aber als Punkte, wo wir uns auf die Lauer legen wollen. Auch das ist ja sehr, sehr charmant. Wir können als Trader halt sehr viele Sachen hier entsprechend rausziehen. Wenn wir uns das kurz mal ähm, sozusagen auf der kurzfristigen Sicht mit anschauen wollen. Also hier, das Tagestief von gestern ist erstmal eine sehr, sehr relevante Marke hier an dieser Stelle. Ne? Und das blicken wir äh, jetzt mal im, im Stundenchart hier an. Einfach mal äh, für ein Timing. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier den Chart soweit zusammenraffen, dass wir das sehen, was hier kommen kann. Also hier unten, Tagestief von gestern. Abwärtstrend ist da. Nächster Anlaufpunkt hier unten die Marke von 12.200. Warum? Hier ist nicht wirklich viel, was auffällt. Ja, und das ist an dieser Stelle der wichtige Fakt, das zu beachten. Wenn wir tatsächlich hier unter dieses Zwischentief drunter laufen, dann haben wir den Weg frei. Dann kann wirklich ordentlich Dynamik zur Unterseite kommen, die dann reinläuft hier unten auf die 12.200-Punkte-Marke. Ob es so kommt, werden wir sehen. Aber wir müssen natürlich die Chancen erörtern. Und da ist jetzt der entscheidende Punkt, was hier an dieser Stelle passiert. Was passiert am Vortagestief? Wird es abverkauft oder finden sich dort Käufer? Ne? Gestern war das Vortagestief hier ein Markt, wo es dann etwas nach oben ging. Und das ist jetzt die ganz, ganz große Frage, die sich stellen wird, weil wir haben hier oben im Bereich, von, naja, wo haben wir es liegen? Hier unten 12.750 bis 12.800 haben wir einen guten Supportbereich, einen ehemaligen, der ist jetzt natürlich zum Widerstand geworden. Das wäre mal die Sache, wo wir sehen können, wie es weitergeht. Aber sollten wir tatsächlich einen, sage ich mal, ernst gemeinten Bounce von hier unten bekommen, also etwas Erhöhung, ja, dass der Markt hier rumdreht, dann könnten wir durchaus hier den Schub nach oben sehen. Die Aufwärtstrendbildung und dann einen Rücklauf, der durch diesen Unterstütz äh Widerstandsbereich durchgeht und mal hier oben rein in dieses Ausbruchslevel läuft, was wir hier oben gehabt haben, unter die Marke von 13.000. Das könnte durchaus passieren bei der ein oder anderen positiven Nachricht vom Markt, dass es hier nach oben laufen kann. Das ist die Chance. Die wir zur Oberseite haben. Wichtigerweise natürlich, um das mal einfach zu sagen, wir müssen hier oben drüber. Bevor wir nicht über die 12,7 laufen, brauchen wir uns über Long-Sachen überhaupt keine Gedanken zu machen. Und damit haben wir jetzt die zwei wichtigen Marker für den heutigen Handelsstart. In drei Minuten geht es ja los. Ich meine, wir werden in drei Minuten wahrscheinlich nicht hier oben über 12,7 stehen und vielleicht auch nicht gleich unter, äh, unter 12,5. Aber die Richtungsmarker haben wir. Wir haben hier einen Schwungbereich. Und jetzt wird sich zeigen, will der Markt stark nach oben raus? Dann haben wir die Ausbruchslevel hier oben beziehungsweise den Widerstand Richtung 13.000 Punkte-Marke wollen wir aber tatsächlich nicht nach oben raus, sondern nehmen die 12.5 in Angriff und fallen unten drunter. Dann müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen, die Umschaltung in den Tagesschart und dann müssen wir einfach mal schauen Richtung. Dem Markt hier unten, also unter das Tagestief von gestern, die 12,5, da haben wir dann relativ schnell hier im Fokus die Marke von 12.200 Punkten. Das zum DAX. So, dann gucken wir mal, was mit dem DAU ist, wird gefragt. Naja, ich würde sagen, schauen wir uns den DAU doch einfach mal an. Hier der Blick im DAU in den Tageschart rein. Der DAU ist genauso angeschlagen, übrigens wie der DAX oder der SP500. Und das Ganze, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier, wir sehen im DAU momentan genau das gleiche Bild wie im DAX. Wir haben einen validen, richtungsführenden Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend hat bei Fortsetzung... Durchaus das Potenzial, wenigstens erstmal hier unten reinzulaufen an die 26.000-Punkte-Marke. Wenn es dann weitergeht, wir sehen es, wir haben hier unten noch ein paar Schwungbereiche im größeren Bild. 25,4 sind durchaus auch eine Option, die man hier auf der Uhr haben kann. Das Ganze, wie schon gesagt, hier in diesem Unterstützungsbereich, da ist der Markt ja gleich gestern wieder zurückgeschnäpst hier in den Bereich von 27.100 Punkte rein. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber. Das sind jetzt natürlich Mischlevel, wo man sieht, der Markt muss hier eine Richtung. Finden. Aber Fakt ist eins, ähm, dieses Level war ein Kauflevel. Hier haben wir Unterstützung bekommen, dann ging es nach unten. Hier sind wir erst einmal definitiv drunter durch. Die Kurzfristräder haben das Ganze dann nach oben gebracht. Jetzt sieht es aus wie Schwäche. Und wenn sich diese Schwäche nach unten hin fortsetzt, dann an dieser Stelle brauchen wir uns äh, auf die Long-Seite momentan nicht zu aktualisieren äh, bzw. Äh, zu fokussieren, sondern eher die Short-Seite. Und das gucken wir uns mal eben kurz an. Hier äh, mit Blick in die kleineren Zeit im DAO, da sehen wir nämlich definitiv den validen Abwärtstrend und Trends setzen sich eher fort, als dass sie zusammenbrechen. Das heißt, das ist auch das Bild, was wir momentan hier sehen, dass sich das, was sich hier nach unten wegschlängelt, nach dieser, sag ich mal, sehr, sehr langgezogenen, korrektiven Seitwärtsphase haben wir jetzt halt das Bild hier an dieser Stelle, dass wir den Abwärtstrend weiter valide haben. Ich zeichne mal, ich skizziere den einfach mal. Das war die Korrektur, das war der Fortlauf jetzt nach unten und hier haben wir jetzt halt die Situation, dass wir sehen, okay, es kann jetzt durchaus noch ein Stück weit nach oben gehen in die korrektiven Phasen rein. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier haben wir den Auflaufbereich nach oben hin. Also, das heißt, wartet mal, ich nehme mal kurz diese Marke hier raus. Die brauchen wir nach oben hin nicht. Ähm, dass wir sagen, wenn wir hier über das kleine Zwischenhoch hier bei knapp 27.300 Punkten drüber laufen, dann haben wir schon mal die Chance, den nächsten Bruchbereich reinzulaufen. Und der liegt hier oben in diesem Drehbereich um die Marke von 27.500. Schaut mal, dieser Bereich, das ist dieses Level. Durchaus ein Anlaufpunkt kurzfristig. Wenn der Markt auch das wegnimmt, dann ist der Weg erst einmal relativ gut geebnet. Hier oben in die Schwungbereiche rein um die 27.980 Punkte Marke, beziehungsweise hier, wenn man es kürzer nimmt, 27.782 Punkte. Das ist das, was wir auf der Oberseite haben. Wenn wir über 27,3 laufen. Ja, das muss kommen. Kommt das nicht, dann bitte auf die Unterseite fokussieren und wir sehen es, wie sich der Markt nach unten schlängelt. Und diejenigen Trader, die das Ganze hier im ganz kleinen Traden wollen, auch da nochmal der Blick rein. Da gehen wir allerdings mal in diesen Fokus rein. Schaut mal, da haben wir hier jetzt diese Gegenbewegung nach oben hin gehabt. Und jetzt fängt der Markt an, sich nach unten wegzuschlängeln. Und wenn wir uns das Ganze mal eben im 5-Minuten-Chart anschauen wollen, da sehen wir hier auch da schon den intakten Abwärtstrend. Der diesen Aufwärtstrend hier rausgenommen hat, nachdem wir hier unter diese Marke drunter gefallen sind, hier unter dieses, ja, unter diesem Bereich hier. Da wurde das Ganze rausgenommen, beziehungsweise hier gab es noch das kleine Zwischentief. Ja, also egal auf welche Marke man sich bezieht, wir haben hier den Abwärtstrend nach unten laufen. Und solange der sich nach unten hin fortsetzt, haben wir Chancen reinzulaufen. Ziele nach unten hin haben wir auch im Markt schon drinnen. Das heißt, wenn man es kurzfristig nimmt, hier Anlaufbereiche, das Zwischentief hier um den kleinen Schwungbereich bei 26.000, was haben wir hier? 968 Punkte und dann hier unten die 26.800 Punkte machen. Die wir hier auch mit da haben im Kurzfristbereich. Also da ist durchaus Chance zur Unterseite da. Potenzial nach oben haben wir auch. Nur wie schon gesagt, da müssen wir erst einmal hier über die 27.3 drüber, bevor wir uns da Gedanken machen können. Hinschauen lohnt aber auf alle Fälle. So, ich hoffe, das hat soweit gepasst. Weitere Fragen habe ich nicht. Markt ist jetzt offen von der Seite her. Danke fürs Zuschauen. Und einen entspannten und erfolgreichen Handelstag wünsche ich allen und sage Tschüss bis morgen. Live in der Besprechung um 8.30 Uhr hier exklusiv bei TIGMEL. Danke und Tschüss.